So, Sonntagabend und die nächste Folge Anno. Wieder in Crown Falls. Wir hatten ja gesagt, oder ich hatte ja gestern schon gesagt, dass wir mal gucken wollen, dass wir hier unsere Handwerker upgraden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Machen wir aber gleich. Erstmal upgraden wir unser Örtchen hier. So, dann fährt wieder zurück in die Hauptstadt. Sind unterwegs. Und hoch damit. Kann ich das nochmal upgraden? Nein, Maximum. Gut, das nebenbei. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Nee, nee. Sie geben uns eine Stimme. Du erklärst dich selbst zum Angriffsziel. Nein! Scheiße, in welcher Stadt habe ich denn das bekommen? Hier? Nein, ich habe das hier bekommen. Ah, das ist ärgerlich. Falsche Stadt. Na, egal. Gut, Upgrade. Wobei ich gerade am Überlegen bin. Wir brauchen die 1000 Arbeiter für das hier. Oh Gott, das wird so viel jetzt. Menschen jetzt produzieren, da werde ich nicht froh. Okay, müssen wir nochmal hier kurz umbasteln. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh, was ich jetzt noch justieren muss. Denn einfach ersticken jetzt. Ach du heilige Scheiße. Alter, Alter. Oh Gott. Naja, was soll's? So. Und ab dafür. So, was haben wir hier dazwischen gebaut? Die Dinger. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, noch. Oh Gott. Ach du. Oh, ach, 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 ist egal. So. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, ach du heilige Scheiße. Mitten in meiner Hauptstadt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Habe ich eine Feuerwehr? Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, irgendwo ist eine Feuerwehr. Ach da. Uha, na dann mal schnell. So, nebenbei schicken wir unsere beiden neuen Kriegsschiffe. Stillgestanden, Herr Admiral. Habe ich doch irgendwelche Items? Schaden pro Schuss. Ja. Mehr als bereit. Ich denke, wir mal aufladen. Mehr als bereit. Ah, da gab es wieder neu. Ach nee, der ist gar nicht von uns. Achtung, Admiral anwesend. Boah, Marquis, Alter. Das ist unwichtig. So. Neue Ziele? Nein. So, auch noch Trabot. Nein, Mann! Ihr sollt nach Tavorima. Hör doch mal auf! So, jetzt
Fuck, Alter, jetzt brennt's ja hier richtig. Mobilisieren wir ein paar Feuerwehrleute. So, das geht halt weg. Geht halt weg. Wir haben wieder 1000 Kunden. Das können wir schon mal upgraden, weil uns fehlt es jetzt wahrscheinlich an Strom. Jawohl. Hat er das gespeichert? Gemeinsam sind wir so viel stärker. Oh, du meine Güte. So, wir sind schon bei 600 Bauern. Wir sind so am Arsch. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Ja. Wir sind so am Arsch. So unfassbar am Arsch. Das wird jetzt lustig. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. So, jetzt können wir aber die blöde Weltausstellung weiterbauen. Außerdem, wir brauchen ja auch noch immer noch Investoren dann später, ne? Tausende Investoren. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass ich das irgendwann mal mache. Übrigens, diese Segelweberei, die brauche ich überhaupt nicht. Weil ich stelle keine Segelschiffe hier in dieser Stadt her. So, 700. Naja, es wird auf jeden Fall vierstellig. Weil die werden ja auch nochmal verdoppelt. Wird bereits gemunkelt. Ach, euch fehlt auch eine Schule unter anderem, ne? Wo ist denn hier eine Schule? Das ist jetzt eine Schule. Naja, hier in der Mitte kriegen wir noch ein paar hin. Also die 1000 sollten wir erreichen. Uns ist natürlich allen bewusst, dass wir jetzt ganz, ganz viele neue Sachen bauen müssen. Aber erstmal lassen wir die alle upgraden. Sind wir hier hinten mittlerweile so halbwegs fertig? Wir machen das Beste aus unserem Leben. Es sind so viele noch. So, Level 49. Krass, Alter. Was haben wir denn eigentlich noch an Errungenschaften? Ja, DLCs, unwichtig. Alter, sind nur DLCs. Erreicht sie eine Bevölkerung von 25.000 Gelehrten, Land der Löwen. Diese Verse konnte ich damals im Schlaf aufsagen, als ich sie jeden Tag in der Kapelle meines Vaters, König Wag, auswendig lernte. Warum sind denn jetzt auf einmal schon wieder mehr Menschen dazugekommen? Hä? Wieso habe ich Chroniken? Wo habe ich denn Chroniken her? Ich produziere überhaupt gar keine Chroniken. Hä? Ich habe auch keine. Was? Wieso habe ich denn Chroniken? Woher denn? Es macht doch gar keinen Sinn. Wir werden mit Wandteppichen, Chroniken und Laternen versorgt. Was? Woher denn? Heiliges Fest? Ach, weil ein heiliges Fest ist. Hör auf. Da muss ich das ganz schnell ausnutzen. Da muss ich das mal ganz schnell ausnutzen hier. Oh, exakt eins. So, und jetzt bauen wir ganz schnell ein Kloster. Hier steht frischer Tee, wenn du möchtest. So, ganz schnell, ganz schnell. Die Sonne glitzert. Die müssen wir umsetzen. Klosterfrau. Es gibt viele verschiedene Überzeugungen in Enbesa. Enbesa. Aber nur einen Glauben. Ja.
Nebenmission erledigt. Wow, wir haben genau einen Hirten. Holen wir uns nochmal 10 dazu. Aber 11 Hirten. Gut, sehr schön erledigt. Was wolltet ihr? Der Kaiser mag sie als Verwalter eingesetzt haben, doch es bedarf mehr als nur eines Stückes Papier. Ja, ist gut. Sehr schön, haben wir. Alter. Oh, 1100. Gut, wir machen jetzt ganz schnell die Weltausstellung weiter. Also ganz schnell, es dauert ja auch nochmal Ewigkeiten. Aber dann geht das voran. Wie lange dauert das zeitlich? Weiß man nicht. Aber wahrscheinlich auch wieder so eine halbe Stunde oder so. Sehr schön. Alter, 455. Oh, die Zahl steigt immer noch. Oh, es ist so krass. 19. Ich glaube jetzt... Naja, es geht immer noch hoch. Also bei den Bauern sind wir am Maximum jetzt. Die Reihe müsste ich eigentlich mal upgraden. Kann ich das nicht upgraden? Och, mein Marktplatz fehlt. Ist das eine Feuerwehr? Ja. Ich will überhaupt nicht hier reingucken. Ich muss mir, glaube ich, eine Liste jetzt machen. Alter, es mangelt so an so viel. Also, oh, scheiße. Zweimal Fisch, viermal Schnaps. Dreimal würde auch reichen. Oh, wo habe ich einen Stift? Stift, Stift, Stift. Also, schreibt er? Der schreibt. Also, Fisch, sagen wir zweimal. Schnaps. Machen wir dreimal. Wollte sie übertreiben. Klamotten. Dreimal. Wurst geht. Seife einmal. Ach du Scheiße. Und einmal Bier. Okay. So, haben wir die Ressourcen wieder. Wir kümmern uns hier um alles. Ich habe keine Küste mehr. Hier habe ich Küste. Für euch zwei. Sieht auch scheiße aus. Machen wir es so. Okay. So, zweimal Fisch erledigt. Ist ja nicht so, dass es unseren Menschen dafür mangelt oder an Arbeitern. Neue Ziele. Ja, Kobold. Hey. Ach ja, stimmt. Die Vinland müsste wieder auf Expedition irgendwann mal. Hm, naja. Heben wir uns für später auf. So, Schnaps. Drei Stück. Kann ich das verbessern? Kann ich. Kann ich nicht, weil dafür brauche ich Treibstoff. Scheiße. Ich muss eine neue Schnapsecke machen. Setzen wir die Schnapsecke hier hin. So, und dann ziehen wir es mal. Hier hin. So, wie viel? Drei. Dreimal Kartoffel. So. Das ist wie immer verkehrt rum. Ich habe keine Ahnung warum. Eins, zwei,
Schnapsbrennerei. Oh, ich brauche unbedingt eine Feuerwehr jetzt hier hin. Ja. So, da oben hin. Schnaps erledigt. Menschen, 195, super. So, Klamotten, 3er. Das hier ist auch super sinnfrei, ne? Übrigens, wir sind immer noch auf der untersten Ebene, ja? Also wir haben da hinten noch so viel Platz. So, wir gehen hier einfach mal parallel. Und machen hier nochmal eine Klamottenecke hin. Ach, das... Was brauche ich denn für Wolle? Also, um das zu verbessern. Mann, wo ist denn hier der Startpunkt? Da hinten muss ich hin. Das geht. Was produzieren wir denn an Getreide? Ich auch noch mal ein bisschen Getreide irgendwo bauen. Wir machen die jetzt aber erstmal normal. Also ohne irgendwelche Sachen. Die sind alle verkehrt rum übrigens. Menschen? Oh, gerade nur so 50. Super. 50, 15. Wir haben auch, naja, ein bisschen viel. So, Seife einmal, Bier einmal. Seife. Seife, Seife, Seife. Schweine. Vasenmeisterei, Siederei. Es gab doch irgendwo... Produzieren wir dann ein Schwein. Zu viel. Ich brauche ja auch nur eine. Oh, eine Inspektion. Nee, eine Vasenmeisterei. So richtig, ja. Wir produzieren schon zu wenig. Ah, ja. Also wir müssen sowieso zwei Vasenmeistereien bauen. So, wo baue ich denn? Da komme ich nicht mehr rüber. So, neue Ecke. Boah, ging das so? Ja, ne? Ja. War mir gerade ein bisschen unsicher. Zwei davon. So. Oh, ich baue das mal kurz ein bisschen weiter weg. Ja. Zwei davon. Eine davon. Noch eine Vasenmeisterei. Und nochmal eine Schweinefarm, bitte. Na? Oh Gott. Kurz geruckelt. So. 1, 1, 30. Gut. Schweine. Plus 2. Vasenmeisterei. Rohstoffe. Shit, Alter. Plus minus 0. Und du bist exakt jetzt wieder über der Seife. Sehr gut. So, Menschen. Es fehlen uns Menschen. Ist nicht euer Ernst. Vielleicht müssen wir nochmal die... 92 nur, 72. Gut, man muss ja die 1000 nochmal abziehen.
Oder dazu rechnen. Also wir sind bei 1072. So, nur noch Bier. Shit, Alter. Boah, es ist einfach übertrieben. Eigentlich müsste ich nochmal Menschen ansiedeln. So, wir machen erstmal aber Bier. Wo ist denn? Da ist Bier. Nee, scheiße. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh mein Gott, wo? In welcher? Wo? Crown Falls. Ganz ehrlich, wer bist du? Also du bist auf jeden Fall was Besonderes. Anteilerwerbssperre. Okay, sperrt Anteile. Stehen aber Wohngebäude büßen keine Zufriedenheit mehr ein, wenn durch einen Inselkrieg. Okay, unwichtig. Warte, Brot, Gulasch. Alter. Boah. Brot, Gulasch, Fleischkonserven, Wurst, Schokolade, gebackene Banane, Tortillas, Bier, Schnaps, Sekt, Rum oder Kaffee. Kanone, schwere Geschütze. Habe ich schwere Geschütze? Nee, ich habe exakt zero schwere Geschütze. Ja, dann kommt er ja auf jeden Fall mal sie hin. Ich handle auch überhaupt nicht, ne? Deswegen kann hier auch gar nichts rüberkommen. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall machen. Was ist denn das dritte eigentlich gewesen? Reparaturgeschwindigkeit, unwichtig. Ist er? Okay, ich muss handeln. Ganz dringend handeln. Was produzieren wir denn zu viel? Na gut, Holz. Wir fangen mal unten an bei den teuren Sachen. Schmuck! Produzieren wir nicht. Nee, Schmuck mal ja auf keinen Fall. Oh, Scheiß. Sekt verkaufen wir? Treibstoff. Sekt, Treibstoff, Dampfmaschine. Also ich weiß nicht, ob ich Treibstoff... Kann ich das lagern? So, Sekt verkaufen ab. Keine Ahnung, nochmal 300. Dampfmaschine, was ist das hier? Nee, nicht null. Na? Ja, stimmt, das können wir auch verkaufen hier. Stahlbeton nimmt ab um 4. Zink und sowas, das können wir auch mal alles verkaufen. Was? Anarchie, Demonstration, Unruhe? Was wollt ihr denn? Geduld ist langsam am Ende. Was? Wer bist du denn? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Stillgestanden! So. Der Admiral. Uns hat ein Brief an Binyam von seiner Mutter erreicht. Sie werden zu ihr gehen und erklären, wie ihr und Binyams Leichtsinn ihren Sohn in Gefahr gebracht hat. Warum denn ich? Ich bin überhaupt nicht schuld! Wenn sich bis zu ihrer Rückkehr nichts geändert hat, werden die Schiffe bewaffnet zu unserem Feind segeln. Ja. Und ihn mit dem gesamten Zorn des Imperiums heimsuchen. Ja, ganz genau. So, Hilfe haben wir schon fertig. Übersetzt aus dem Imperium. Binyam, mein Schatz, da ich seit einer Weile nichts mehr von dir gehört habe und meine Mutter herzlich schreckliche Sorgen macht, bitte ich dich, mir zu schreiben. Ich bin mir sicher, dass du hast hier am Wadi nicht vergessen. Ich bin mir sicher, du hast mich hier am Wadi nicht vergessen, denn du warst schon immer ein so aufmerksamer Junge. All die Jahre hast du deiner Mutter beim Kochen und Putzen geholfen. Du bist sicherlich sehr beschäftigt mit Yanni Hoi, Ketemas Plänen für Taborime und diesen wichtigen Besuchern aus fernen Ländern. Vielleicht hast du deinen Plan vorstellen, dass sie dir zustimmen lassen. Oh ja, ich klammere mich an Gedanken. Deine Mutter, bla bla bla. Binyam, bist du das? Ach, Entschuldigung, ich dachte, sie wären mein Sohn. Wer sind sie dann? Ich bin anscheinend der jetzt Krieg führen muss. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja. Geh weg. Hallo? Achso. Die Wahrheit sagen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Achte doch, mein Junge, mein armer Junge. Was passiert? Ein Mann und sein Wetter hat ihn festgenommen.
Hilfe. Ah, Archibald, ich, dann ist der Morgen in der Gefechte gekommen. Dann musst du vielleicht in seiner Mühe die Angelegenheit zurückhaben, wenn jemand mit den Orangen nehmen will. Ja, dabei helfen, ihre Orangenbäume neu zu setzen. Und haben sie tief, wenn sie geraten. Ehrlichkeit ist eine Tugend. Auch wenn die Wahrheit manchmal schmerzt. Die Wurzeln liegen tief. Graben Sie die Erde durch, um sie alle zu erwischen. Hören Sie? Ich habe eine Art Tagebuch geführt, als ich noch... Kyras altes Tagebuch, Alter. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, welches Schiff das war. Begrabene Orangenbäume. Viele Soldaten sind auf... Warte, ach man, diese ganzen Dinger interessieren mich überhaupt nicht. Sorry, wenn ich das nicht durchlese. Die Wahrheit ist wie eine Orange. Die Schale ist sauer und ungenießbar. Schärfen Sie Ihr Messer und schälen Sie sie, wenn Sie bereit sind. So, wie lange dauert das noch? 15 Minuten noch. Sind denn die Ressourcen alle schon da? Ja, so gut. Ach, deswegen geht Stahlbeton runter, weil wir es für den Weltendings brauchen, für den Weltenbaum. Auf die alte Dame ist Verlass. So, ich hoffe, dass jetzt hier auch gehandelt wird, ne? Ja, das hier unten ist alles unwichtig. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Bente und Hugo. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh, es geht wieder los, meine Damen und Herren. Krieg in der alten Welt. Man schlachtet sich wieder ab. Na, geht's schon los? Natürlich geht's los. Ist ja auch fast unvermeidbar. Alter, Alter. Zack, da ist der erste Stau. Alter, ein Glück habe ich mich auf keine Allianzen eingelassen. Da wäre ich jetzt auch wieder schön im Krieg drin. Habe ich eigentlich ein Bündnis mit dem Piraten? Nee, ne? Doch, eine Allianz habe ich mit dem. Das ist auch nicht clever. Aber gut, wir lassen es jetzt einfach mal. Leicht erhöht. Ich schieb dir deinen Porzellan. Gib es einfach her. Scheiß N, Alter. So, was? Hellblau und Gelb sind im Krieg. Sind zusammen gegen Blau im Krieg. Oh, so unübersichtlich. Ist das unübersichtlich? Jedes Schiff braucht meine Schiffe durch. Na gut, hier wird wieder. Oh, da ist einer weg. Achso, der kann aber auch die Karte verlassen haben. Ja, das wird ja lustig. Achso, ich nehme an, Lord Bean. Stillgestanden. Ach, lesen Sie irgendwas. Der Admiral. Edmund, Herkunft, alte Welt. Register des 9. Regiments oder 100 Krone. Ja, hier wird auf jeden Fall der Typ draufstehen. Sir Archibald Blake, da ist er doch schon. Schlag es aus, wenn du dich auch. Du Glückspilz. Binyam weiß es also. Ich dachte, es wäre besser, es vor ihm geheim zu halten, um ihn zu beschützen. Außerdem haben die mich bezahlt, damit ich den Mund halte. Was? Jani Heuke Thema. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich kannte Sir Archibald früher. Sir Archibald Blake ist der Vater von ihm? Binyam ist das Produkt dieser Vereinigung. Wow. Ich hatte den Verdacht, dass irgendetwas im Busch ist. Aber das! Danke, dass Sie sich mir anvertraut haben, älteste Kyria. Das könnte unsere Rettung sein. Habe ich jetzt meine Kriegsschiffe umsonst gebaut? Schwöre, dann führe ich gegen Doch irgendeinen anderen Krieg. Archibalds Herz zu erweichen, Kyria, müssen Sie erst einmal zu ihm gelangen. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen Weg durch die königliche Flotte zu bahnen. Okay. Oh, fuck you. Oh, warum denn? Warum muss ich denn jetzt Krieg führen? Ich hab doch nichts.
Ich habe äußerst verheißungsvolle Karten. Laufen auf den Tisch. Warum? Ich will keinen Krieg. Ich hasse Krieg. So, wer bist du denn eigentlich? Alumin- und Steinbrüche. Ach, schön. Zusätzliche Ware, Gold und Öl. Anstelle von einmal verarbeitet das Gebäude Mehl, Konservenfabriken. Anstelle von Eisenfabriken. Was ist das denn? Macht doch gar keinen Sinn. Oh, jetzt noch eine Schatzkarte. Hier, Dampfwagen. Ja, genau, den haben wir uns mal aufgehoben. Wer bist du denn? Oh! Trefferpunkte, Selbstreparatur, aktive Heilung. Geiler Typ. Piratenmodus. Also ja, wenn es dem Neugierigen kein Krieg herrscht. Dauer 5 Minuten. Alle Minen- und Steinbrüche. Gibt es irgendwo eine Konzentration von Minen- und Steinbrüchen? Nee, ne. Der letzte Schliff und... Tada! Alles mal so weit weg. Also so weit auseinander. Das würde gehen. Ja, also hier hinten wird es natürlich am meisten Sinn machen. Knallt. Auch hier. Ah, es geht natürlich wieder nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist genau dazwischen. Scheiße. Ich meine, ich kann das natürlich einfach... Nee, das bringt auch nichts. Das einfach auf die andere Seite setzen. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Fortune und Wetter. Ah, Produktivität auch noch plus 70. Ach du heilige Scheiße. Oder Eisenherz. Nee, dann. Sorry, das wusste ich nicht. Dann schicken wir die mal kurz woanders hin. So. Versteckt die Flaschen. Der Boss kommt. Der Boss kommt. Und ihr produziert jetzt dazu einmal Öl und ein Sechstel Gold? Wie soll denn das gehen? Also, das mit dem Öl... Ein bisschen komisch. Habe ich da noch andere Sachen für mich? Tierhöfer. Glühbirnen, Nähmaschine, Bedöng, Alumin, Produktivität plus 20, kommen, der kommt auch nochmal dazu. Tierhöfer, Dampfwagen. Serbfabriken. Ja, gut, dann haben wir jetzt hier Produktivität 190. Jetzt. Ach du Scheiße, die Lager sind voll. Oh Mann, ey. Okay, meine Damen und Herren, dann werden wir nächste Woche in den Krieg ziehen. Also, nicht in unseren Krieg, sondern wir helfen nur ein bisschen aus. Und dann werden wir ja in Cap Trelawney hier auch endlich die nächste Stufe der Weltausstellung haben. Was ist denn los? Und... Ach ja, scheiße, ich brauche Bauern. Ich muss downgraden. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen hier nochmal runtergehen. Oder wir bauen einfach noch mehr Häuser. Warum eigentlich auch nicht? Wir haben's ja. Ach so, Bier fehlt übrigens noch, ne? So, gehen wir nach oben. So, plus. Oh Gott, minimal. Und noch ein bisschen mehr. Sehr gut. Bier ist... Naja, deshalb... Kann man sich überlegen, ob man Bier wirklich produzieren muss. Das ist ja hier... Also angeblich 100%.
nee, Quatsch, das ist nur die Produktion. Ach, das ist wirklich... Wie viel habe ich denn auf Lager? Sieht man das irgendwo? Nee, man sieht es nicht. Aber das ist wirklich ein ganz kleines bisschen, was fehlt. Der Rest ist super. Und ich weiß nicht, ob 8 Häuser hier in diese Produktion oder in diese Gewichtung wirklich reinfallen. Wir müssen sowieso ja weiter upgraden. Das heißt, wir machen ja hier auch wieder Platz. Also wenn ich dann jetzt irgendwann die Arbeiter upgrade... Ich kann hören, wie die Pfeffersäcke oben ihr Geld zählen. Dann fallen ja schon mal raus Fisch, Kleidung, der Wurst. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Oh, ich beende gerade alle. Ja, mit Hugo. Mit Hugo. Machen wir ganz kurz nochmal hoch. Also den Nicht-Angriffspakt. Was ist eigentlich mit einer Allianz? Ach Gott, nee, ich will ja keine Allianzen haben. Der Nicht-Angriffspakt. Na. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Leicht erhöht. Ja, ich gebe dir deine 75.000. 5.000. Weshalb auch nicht? Ja, easy. Also da würden wir auch nochmal sparen, ne? Die Kleinen haben sich schon ewig nicht mehr beschwert. Fisch und Klamotten gehen nochmal hoch. Oder würden dann wegfallen. Und die kann ich ja dann... Also die muss ich dann sowieso upgraden, weil das ist ja mein eigentliches Ziel gewesen. Und dann spare ich ja nochmal mehr. Spare ich eigentlich hier schon Bier? Nein. Aber dann in der nächsten Stufe sind es ja... Unübertroffen. Das ist ja alles. Das ist ja hier alles und hier hinten ist dann wahrscheinlich nur noch rum. Ja, ja, okay. Ja, also brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wirklich was machen. Wir upgraden dann hier alles, dass wir die von den 1000 Arbeitern runterkommen. Wahrscheinlich muss ich dann eh auf Handwerker gehen. Auf 1000. Dann werden wir die upgraden zu Ingenieuren und dann haben wir bei diesen Grundbedürfnissen schon gar keine Probleme mehr. Da produzieren wir schon wieder viel zu viel dann. Problem ist dann, dass die höheren Stufen natürlich dann dementsprechend wieder fehlen. Aber ich upgrade ja gerne und baue gerne. Ist so ein Hobby von mir hier in Arno. Mann, ey, dieses Spiel ist einfach ohne Ende. Also irgendwann gibt es vielleicht ein Ende, aber ich weiß nicht, ob das... überhaupt erreichbar ist. Gut, meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Wir können übrigens seit Ewigkeiten den Palast auch bauen. Aber das können wir vielleicht auch mal nächste Woche angehen. Erstmal will ich die blöde Weltausstellung machen und dann das mit den Bürgern wieder hinkriegen. Adios, meine Lieben. Herzlichen Dank und bis nächsten Samstag 20:15 Uhr mit Arno.